Angelina Jolie ist der Stargast bei dem Variety's Power of Women Event. An diesem Abend hält die Hollywood-Schauspielerin eine berührende Rede zu Ehren der Dichterin Amanda Gorman. Die 23-Jährige wurde durch ihre Darbietung bei Joe Bidens Amtseinführung im Januar 2021 bekannt. Wer könnte bei so einem mädelstarken Abend eine bessere Begleitung sein als die eigene Tochter? Das hübsche Duo strahlt in Beverly Hills Seite an Seite. Bei diesem Auftritt auf dem roten Teppich wird deutlich, wie eng die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist. Liebevoll posieren sie Arm in Arm. Sahara teilt offensichtlich auch den Modegeschmack ihrer berühmten Mama. In zarten Farben und fließenden Stoffen sind Angelina und Sahara die Lieblinge der Fotografen. Sahara wurde 2005 von Angelina Jolie und Brad Pitt in Äthiopien adoptiert. Das ehemalige Traumpaar hat neben der gemeinsamen Tochter Shiloh und den Zwillingen Nyox und Vivian noch die jungen Maddox und Pax adoptiert. Angelina Jolie ist sehr stolz auf ihre Kinder. Tochter Vivian hat auch schon 2014 an der Seite ihrer Mama im Disney-Film Maleficent mitgespielt. Vielleicht können wir bald Sahara auch auf der großen Leinwand sehen. Auch wenn sich die 16-Jährige noch ganz schüchtern an Angelina Jolie klammert, die junge Schönheit hat Starpotenzial. Den Gang auf dem roten Teppich hat der Teenager mit ein bisschen Hilfe von Mama schon einmal sichtlich drauf.